Weiter geht es mit unserer Videoserie zum Thema Marken. Unser Smoothie ist nun angemeldet und wir wollen endlich richtig viel Geld damit verdienen. Also müssen wir Markenmanagement bzw. Branding betreiben. Was du dazu wissen solltest, das siehst du jetzt. Trinkst du auch gerne Coca-Cola? Komisch, jeder kennt diese Marke. Wie du dir vorstellen kannst, sind Marken ein absatzpolitisches Instrument. Man kann sich damit von der Konkurrenz abheben und den Kunden zum Kauf des Markenprodukts animieren. Primär ist eine Marke aber das Versprechen an den Kunden, eine gleichbleibende Qualität zu liefern. Wenn man Studien betrachtet, so wird deutlich, dass Marken Kaufverhalten wirklich beeinflussen. In diesem Kontext solltest du den Halo-Effekt kennen. Dieser ist definiert als unterbewusste Übertragung des positiven Image einer Marke auf das Produkt und dessen Eigenschaften. Wenn du es als Unternehmen, insbesondere durch Marketing, schaffst, diesen Effekt anzusprechen, dann sollten die Dollars oder Euros auf dein Konto wandern. Hauptaufgabe des Markenmanagements ist es also, die Marke im Markt zu verankern und ein Vorstellungsbild in den Köpfen der Konsumenten zu erreichen. Wichtig hierfür ist eine sogenannte Brand Identity. Ziel der Brand Identity ist es, Assoziationen des Kunden gegenüber der Marke hervorzurufen. Alle Aktivitäten des Marketingmix müssen darauf ausgelegt sein, eine positive Markenidentität zu schaffen. Natürlich kostet dies viel Geld, denn neben den Kosten für Forschung und Entwicklung guter Produkte fallen zum Beispiel auch Kosten für Marketing und Vertrieb an. In der Regel lohnen sich diese Investitionen aber, da Kunden für Markenprodukte eher bereit sind, höhere Preise zu zahlen als für No-Name-Produkte. Die Markenidentität hat verschiedene Facetten, nämlich Markenimage, Markenstrategie, Markenpositionierung, Markenbotschaft und Markenwert. Und diese einzelnen Facetten schauen wir uns jetzt kurz mal an. Der erste Aspekt ist das Markenimage oder auch Markenerscheinungsbild genannt. Hierbei handelt es sich um ein Vorstellungsbild des Kunden von einer Marke. Dieses Vorstellungsbild entsteht in der Regel durch äußere Merkmale, wie zum Beispiel die Verpackung des Produkts, das Logo oder eine bestimmte Farbgebung. Die Telekom zum Beispiel erkennst du alleine an ihrer Farbe, auch ohne dass Telekom darunter steht. Im Marketing gibt es verschiedene Markenstrategien. Besonders wichtig ist die Einzelmarkenstrategie, die Familienmarkenstrategie, die Dachmarkenstrategie und die Mehrmarkenstrategie. Jede Markenstrategie hat Vor- und Nachteile und diese einzelnen Strategien, die sehen wir uns ausführlich im nächsten Video an, einfach oben rechts beim i tippen. Damit kommen wir zur Markenpositionierung. Darunter versteht man die Schaffung einer unverwechselbaren Stellung beim Kunden im Vergleich zu Wettbewerbern. Ziel sollte es sein, dass deine eigene Marke besser wahrgenommen wird als die der Konkurrenz. Neben einem Hammerprodukt ist dafür auch das Marketing wichtig. Der nächste Aspekt ist die Markenbotschaft. Du fragst dich sicherlich, warum deine Marke eine Botschaft transportieren soll. Ganz einfach. Mit einer Botschaft kannst du dein Produkt und häufig auch Produkteigenschaften einprägsam dem Kunden vermitteln. Der letzte wichtige Punkt ist der Markenwert. Der Markenwert stellt den monetären Wert einer Marke dar und wird häufig als Brand Equity bzw. Brand Value bezeichnet. Um den Wert einer Marke zu berechnen, gibt es mittlerweile viele verschiedene Verfahren, die unterschiedliche Ansätze verfolgen. Wichtig ist zu bedenken, dass der Markenwert unabhängig von Absatz, Umsatz oder Vermögen des Unternehmens bestimmt wird, sondern einem immateriellen Wert entspricht. Die Kunden assoziieren gewisse Eigenschaften mit der Marke, sie haben das Image der Marke im Kopf, sie kennen die Qualität und so weiter. Dieser immaterielle Wert fließt dann zusammen mit materiellen Werten wie Absatz, Umsatz, Kostenstruktur und so weiter in den Marktwert, also nicht verwechseln. Denn der Marktwert wiederum ist wichtig, wenn du zum Beispiel Lizenzen für deine Marke vergeben oder einen Konkurrenten aufkaufen möchtest. Wie du vielleicht merkst, ist es sehr komplex, eine erfolgreiche Marke aufzubauen. Aber es lohnt sich. Mehr über Markenstrategien erfährst du in diesem Video, also hier tippen, abonnieren und bis bald!
Ciao.